Weißt du, für was die weiße Taube hier steht? Genau, sie ist ein Symbol für Frieden. In den nächsten Tagen ist ein Treffen in der Schweiz, wo sich Leute treffen, um Frieden zu stiften, und zwar zwischen der Ukraine und Russland. Dafür treffen wir einen sogenannten Friedensmentor und wir gehen zusammen in die Schule Obbjoge. Dort ist in dieser Zeit nämlich ein Ausnahmezustand. Und was meinst du, liebe Taube, wie kann man Frieden stiften? Also, sie meint die SRF Kids News schauen, dann sind wir nachher alle schlauer. Friedenstube, die dreht schon wieder ihre Runde. Ich bin zurück im Studio und ich habe sehr Freude, bist du auch mit dabei. Zum Thema Frieden habe ich dir gerade schon mal eine Quizfrage mitgebracht zum Miträtseln. Was ist ein Kompromiss? A. Eine Seite gibt freiwillig auf in einem Streit. Oder B. Beide Seiten geben nach und so gibt es eine Lösung. Was stimmt, das findest du in dieser Sendung raus. Die Schweiz ist sich am Aufwärmen und zwar für ein ganz wichtiges Treffen. Es geht um die sogenannte Ukraine-Friedenskonferenz. Die Schweiz lädt für ein Treffen auf den Bürgenstock ein. Das ist ein Berg im Kanton Nidwalden, hoch über dem Vierwaldstättersee. An diesem schönen Ort treffen sich weltbekannte Leute aus der Politik. So zum Beispiel auch sehr wahrscheinlich der Präsident der Ukraine, der Volodymyr Zelensky. All diese Leute kommen zusammen, um darüber zu reden, wie der Krieg in der Ukraine aufhören könnte. Und du kannst es dir vorstellen, das ist ein kompliziertes Thema und darum braucht es jemanden, der das Gespräch leitet. Das ist der Simon Geissbühler. Er ist sogenannter Friedensmentor. Was die Ukraine-Konferenz genau soll bringen, das und mehr wollte ich von ihm wissen. Sie als Friedensmentor sind viel unterwegs. Man sieht es da auch hinter uns auf dieser Weltkarte. Überall, wo ein Pin ist, sind Sie schon am Arbeiten. Wie können Sie so Konflikte lösen? Also ich glaube, die meisten Kinder haben wahrscheinlich schon mal erlebt, dass auf dem Pausenplatz einen Streit gegeben oder in der Schule, dass Kinder aneinander geraten, vielleicht sogar aneinander abschlagen. Und da haben die Kinder vielleicht überlegt, was kann man da machen? Da kann man probieren, die Streithähne auseinanderzunehmen, man kann eine Lehrerin holen, die hilft. Und das ist ein bisschen ähnlich wie das, was wir machen. Das geht nicht um einen Streit zwischen Kindern, sondern einen Streit zwischen Ländern oder einen Streit im Land, einen Bürgerkrieg. Und da probiert die Schweiz auch reinzukommen und zu schauen, warum streiten die überhaupt, die auseinanderzunehmen, damit es wieder Frieden gibt. In ein paar Tagen ist die Friedenskonferenz. Was wird dort besprochen? Also vor knapp 2,5 Jahren hat ja Russland die Ukraine befallen. Seitdem sind viele Tausende Menschen gestorben, auch viele Kinder. Und viele Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer mussten ihr Land verlassen. Und wir haben gesagt, die Schweiz hat gesagt, wir müssen jetzt anfangen, über den Frieden reden. Wir müssen einen ersten Schritt zum Frieden machen. Und darum probieren wir, möglichst viele Länder auf den Bürgerstock zu holen, um eben über den Frieden zu diskutieren. Weil wenn wir nichts machen, dann passiert auch nichts, wie auf dem Pausenplatz. Wenn wir nicht einschreiten, dann schreiten die Kinder einfach weiter. Und das möchten wir jetzt verhindern, indem wir einen ersten Schritt machen in Richtung Frieden. Wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel bleiben vom Pausenhof, stellen wir da nämlich noch schwierig vor, wenn zwei eben Krach miteinander haben, jemand findet mal, ich bin bereit, um darüber zu schwätzen, die andere Person findet, bin ich lieber nicht dabei. So ist es ja auch bei der Friedenskonferenz. Russland ist nicht dabei. Wie soll denn das zu Frieden kommen? Wir müssen irgendwann mit Russland reden, oder Russland muss anfangen mit der Ukraine reden. Das wird auf dem Bürgerstock eben leider noch nicht möglich sein. Aber wir müssen einen ersten Schritt machen. Man muss überlegen, wie könnte Frieden aussehen, was braucht es für einen Frieden, damit Russland dann irgendwann noch Motivation hat, auch selber an den Tisch zu kommen, weil sie sehen, da läuft etwas, da tun sich verschiedene Länder zusammen für eine Lösung zu diskutieren. Sie treffen dann an dieser Konferenz ganz wichtige und bekannte Leute, die man schon kennt aus den Medien. Wie ist das für Sie, wenn Sie mit so Menschen am Tisch sitzen? Also wenn man zuerst mal mit so Menschen am Tisch sitzt, dann ist man ein bisschen nervös, weil man die Leute eben nur aus dem Fernsehen kennt. Und dann, wenn man mehr mit denen zu tun hat, und das ist jetzt in meinem Beruf ist das so, dass man die immer wieder auch sieht,
dann merkt man, dass das ja ganz normale Leute sind, so wie du und ich. Auch wenn es jetzt Leute sind, die vielleicht sogar Menschen auf dem Gewissen haben? Ja, das ist natürlich schon schwierig, weil, wie die richtig sagen, manchmal, wenn man so in Friedensverhandlungen ist, dann sitzt man Leute gegenüber, die Krieg führen, die viel Menschenleben auf dem Gewissen haben. Aber wenn wir Frieden machen wollen, und das ist ja unser Ziel, einen Beitrag zum Frieden zu leisten, dann muss man eben mit diesen Leuten reden, weil nur die können den Krieg beenden. Jetzt haben wir es vom Frieden im Grossen gehabt, zum Frieden im Kleinen. Was können Kinder in ihrem Alltag tun, zum Frieden zu stiften? Die goldene Regel sagt, dass man jemandem anderen nichts antun sollte, was man nicht möchte, dass die Person einem selber antut. Das ist die goldene Regel. Und ich glaube, wenn wir alle die goldene Regel einhalten würden, dann hätten wir recht eine friedliche Welt. Danke vielmal für das Gespräch. Merci vielmal. Danke. Frieden. Das ist doch das Ziel. Egal, ob du mal Krebs hast mit deinen Geschwistern oder Kindern, die in einem Land leben, wo es Krieg hat und sie müssen Angst haben. Frieden schaffen, das ist gar nicht immer so einfach. Darum erklären wir dir, was Frieden genau bedeutet. Was ist überhaupt Frieden? Der Begriff hat viele Bedeutungen und Menschen haben ganz verschiedene Vorstellungen davon. Es kann Frieden im Kleinen geben, zum Beispiel in deiner Familie oder in deiner Schulklasse. Oder im Großen, zum Beispiel zwischen verschiedenen Ländern. Eine einfache Vorstellung von Frieden ist, es gibt keine Gewalt oder keinen Krieg. Im Kleinen, auf dein Leben bezogen, könnte das zum Beispiel bedeuten, in deiner Klasse streitet oder schlägt sich niemand. Trotzdem reden vielleicht manche Kinder nicht miteinander und Einzelne fühlen sich unwohl. Im Großen könnte es sein, dass nach einem Krieg zwischen zwei Ländern zwar Waffenstillstand herrscht, trotzdem ist der Streit eigentlich nicht aus der Welt geschafft und die Menschen leben in Angst, dass es wieder Kämpfe geben könnte. Eine andere Vorstellung von Frieden geht deswegen weiter. Menschen kommen wirklich gut miteinander aus und haben ein friedliches Leben. Dazu gehört zum Beispiel, dass alle sicher sind, gleich und fair behandelt werden und bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen können. Im Kleinen könnte das bedeuten, dass in deiner Klasse ein gutes Miteinander herrscht. Niemand wird ausgeschlossen oder gemobbt. Im Großen heißt das zum Beispiel, Menschen fühlen sich in ihrem Land sicher und haben keine Angst vor Gewalt. Es gibt verschiedene Ideen, wie nach einem Streit solch ein friedliches Miteinander erreicht werden kann. Gespräche, um sich besser zu verstehen. Oft hilft es, wenn dabei jemand vermittelt. In der Klasse kann das zum Beispiel die Lehrperson sein, bei Ländern eine internationale Organisation. Kompromisse. Jede Seite gibt ein bisschen nach und man findet eine Lösung, mit der alle leben können. In der Klasse könntet ihr zum Beispiel erst das eine, dann das andere spielen und dafür beides ein bisschen kürzer. Länder könnten sich auf neue Grenzen einigen. Verträge. Es wird aufgeschrieben, wie man sich friedlich verhält. In der Klasse könnten das neue Klassenregeln sein. Zwischen Ländern gibt es manchmal Friedensverträge. Leider hilft all das häufig nicht. Frieden gibt es nicht überall auf der Welt. Trotzdem, es ist wichtig, dass Menschen sich immer weiter dafür anstrengen. Im Großen und im Kleinen. Und wenn du gut aufgepasst hast, dann weißt du jetzt sicher auch, was genau ein Kompromiss ist. Und die richtige Antwort ist B. Ein Kompromiss ist, wenn beide Seiten angeben und man sich in der Mitte für eine Lösung trifft. Du hast es vorhin in der Sendung gehört, die Schweiz kommt wegen der Ukraine-Friedenskonferenz hohen Besuch über. Die Polizei und die Armee sind im Einsatz. Sie schauen, dass Politikerinnen und Politiker in dieser Zeit sicher sind. Auch für die Leute, die rund um den Bürgenstock wohnen, für sie gelten spezielle Regeln. Gehen Schlangenbrot machen im Wald, das kannst du in dieser Zeit vergessen. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch, oder? Darum sind wir die Schule zu Obbiogen besuchen und wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, wie sie mit diesen Regeln umgehen. Weit ist es nur bis zum Bürgerstock. Das Schulhaus von Obbiogen liegt gerade am Rand der roten Zone.
Damit die wichtigen Gäste der Konferenz sicher sind, darf man sich in dieser nicht frei bewegen und es gibt strenge Zutrittskontrollen für alle, die im roten Bereich wohnen. Dazu gehören auch gut die Hälfte der 52 Schülerinnen und Schüler von Obbürgen. Wir wohnen auf einem Bauernhof und also neben uns baut halt jetzt einen Landeplatz für die Helikopter auf. Also es ist etwas komisch, dass vielleicht der Präsident der USA neben unserem Haus also landet. Ein Helikopterlandeplatz direkt neben dem eigenen Haus und überall Militär. Das ist sehr speziell. Doch auch das Kind in der Turnhalle vom Schulhaus Turnen ist bald vorbei. In dieser werden nämlich während 10 Tagen Ausweise an alle verteilt, die in die rote Zone rein müssen. Ich finde es eigentlich voll schade, weil ich turne halt gerne. Und also rausgehen und Sport machen können wir auch nicht, weil eigentlich überall, wo man Sport machen kann, ist gesperrt. Also man kann auch nicht joggen oder so gehen, weil dort die rote Zone ist. Nicht joggen und selbst der Fußballplatz wird gesperrt. Zugegeben, bei diesem Regenwetter nicht ganz so schlimm. Aber 10 ganze Tage sind dann eben doch ein bisschen viel. Hört, es ist jetzt Montag. Trotz der Einschränkungen finden es die Schülerinnen und Schüler gut, dass bei ihnen auf dem Bürgerstock etwas für den Frieden in der Ukraine gemacht wird. Ich finde es sehr gut, weil da kann man Frieden machen und was weniger cool ist, dass wir heute ein bisschen betroffen sind und wir immer in die Schule begleitet werden müssen von den Eltern. Ich finde es ein bisschen komisch, dass der Putin halt nicht kommt, weil jetzt müssen eigentlich beide Länder zusammen Frieden machen und wenn die dort nicht sind, ist es ein bisschen komisch. Ich wünsche mir, dass man von der Konferenz schnell den Krieg endet, weil ich finde einfach Krieg unnötig. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn das Ganze schnell vorbeigeht, damit ich gerade wieder gut schütten kann. Das kann ich sehr verstehen, dass ihr euch wieder auf den Jutti-Platz freut. Und ich hoffe, dass es dank dieser Konferenz einen Schritt weiter Richtung Frieden geht. Und jetzt zu etwas ganz anderem hast du auch mitgemacht beim Lernfilmfestival. Kinder aus der ganzen Schweiz haben selber einen Lernfilm kreiert. Die Kinder kommen dafür sogar einen Preis über. Preisverleihung siehst du am 12. Juni auf SRF School auf der Webseite. Und wenn du jetzt findest, so schade, das habe ich verpasst, überhaupt kein Problem. Nach der Sommerferie geht das Lernfilmfestival in die nächste Runde. Dann kannst du auch deine Klasse anmelden. Die SRF Kids News gibt es in einer Woche wieder für dich. Dann zum Thema Fußball-Europameisterschaft. Du kannst dich jetzt schon auf unserer Webseite für das grosse Tippspiel anmelden. Bis dann und nicht vergessen, SRF Kids abonnieren.